Wer ist das Mädchen, das da im strömenden Regen vor dem Schloss steht? Und was ist das für ein hohes Bett voller Matratzen und Kissen, auf das das Mädchen klettert? Du bist neugierig? Na, dann schau genau zu. Es war einmal ein Prinz, der wollte eine Prinzessin heiraten. Es sollte aber eine richtige Prinzessin sein. Deshalb reiste er um die ganze Welt, um eine zu finden. Er konnte aber bei allen Mädchen, die er traf, nie herausfinden, ob es auch richtige Prinzessinnen waren. Deshalb kam er nach einiger Zeit enttäuscht wieder nach Hause. Eines Abends gab es ein schreckliches Gewitter. Es blitzte und donnerte und der Regen goss in Strömen. Da klopfte es am Schlosstor und der alte König ging hin, um aufzumachen. Draußen stand ein Mädchen. Es war klatschnass. Das Wasser lief ihm an den Haaren und Kleidern herunter, in die Schuhspitzen hinein und kam an den Fersen wieder heraus. Das Mädchen bat, hereinkommen zu dürfen und sagte, dass es eine Prinzessin sei, eine echte Prinzessin. Die alte Königin, die in der Zwischenzeit dazugekommen war, dachte, das werden wir schon noch herausfinden, und ließ das Mädchen herein. Dann gab sie ihm trockene Kleider und etwas zu essen. Während das Mädchen sich umzog und aß, bereitete die Königin das Bett für die Prinzessin vor. Sie ging in die Schlafkammer, nahm alle Bettdecken und Matratzen vom Bett herunter und legte eine Erbse darauf. Dann nahm sie 20 Matratzen und legte sie auf die Erbse. Auf die Matratzen legte sie noch einmal 20 Decken und Kissen, gefüllt mit herrlich weichen Daunen. Schließlich sagte sie der Prinzessin, dass ihr Bett fertig sei und sie die Nacht über dort schlafen könne. Am nächsten Morgen fragten sie alle, wie sie geschlafen habe. »Oh, entsetzlich schlecht«, jammerte die Prinzessin. »Ich habe fast die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Ich habe auf etwas Hartem gelegen und bin jetzt am ganzen Körper grün und blau.« Da wussten sie, dass es eine echte Prinzessin war. Denn nur eine echte Prinzessin konnte so dünnhäutig und empfindlich sein und die Erbse durch die 20 Matratzen und 20 Decken und Kissen spüren. Der Prinz heiratete die Prinzessin und es gab ein großes Fest. Die Erbse aber kam ins königliche Museum, wo sie heute noch zu bestaunen ist, falls sie niemand gestohlen hat. Jetzt kennt ihr die wahre Geschichte von der Prinzessin auf der Erbse. Aber habt ihr auch unseren kleinen Wichtel entdeckt? Wenn euch unser Märchen gefallen, dann abonniere hier unseren Kanal, um die neuesten Märchen zu sehen. Hier bin ich. Du möchtest direkt weitere Märchen sehen? Dann klick hier.